Hallo mein Freund und herzlich willkommen zu Ghost Recon Breakpoint Operation Motherland. Bevor es jetzt gleich wirklich mit Motherland losgeht, noch ein kleiner Hinweis zu einem kleinen Geschenk. Und zwar geht es um dieses Set, das ich hier trage. Und zwar der Helm, die Brille, das Balaklava, die Weste und das Shirt. Für diese Dinge habe ich einen Code zum Einlösen über den Link in der Videobeschreibung im Video versteckt. Und zwar habe ich den Code nicht einfach so versteckt, sondern in drei Gruppen. Wenn du alle drei entdeckst, musst du die nur zusammenfügen und unter dem Link in der Videobeschreibung einfügen, absenden, dich einloggen, deine Plattform auswählen und dann einlösen. Ich wünsche dir viel Glück dabei und jetzt starten wir mit Motherland. Nomad, hier ist Bowman. Lange her. Sie hätten nicht gedacht, dass Sie Aurora so schnell wiedersehen, hm? Die Lage ist wie folgt. Die US Army ist nie gelandet. Es wurden Schiffe entsandt, um den gesamten Archipel abzuriegeln. Alle großen Nationen sind vertreten. Mit dem Finger am Abzug, falls jemand versuchen sollte, sich Auroras Technologien einzuverleiben. Klingt doch nach einem wahren tropischen Paradies, oder? Die CIA arbeitet heimlich mit den Outcasts und ihrer Anführerin Harui Ito zusammen, um Aurora zu einem freien, autonomen Staat zu erklären. Unsere Lösung? Wir schicken die Ghosts, um den unvermeidlichen Widerstand von Sentinel auszuräumen, ohne Spuren unseres Zutuns zu hinterlassen. Sie, altes Haus, helfen den Outcasts, ihre Unabhängigkeit zu erlangen. Klingt das gut? Wenn wir es richtig anstellen, wird es hoffentlich nicht so ein Desaster wie in Bolivien. Das gerade zu biegen hat mich ein Jahrzehnt meines Lebens gekostet. Ich brauche keine Wiederholung. Operation Motherland startet, sobald sie sich mit Ito am Lager der Outcasts treffen. Viel Glück. Geben Sie Aurora eine Zukunft. Und bleiben Sie am Leben. Jawohl, ja. In der Videobeschreibung findest du übrigens auch die Timestamps und ja, generell ist das Video in Kapitel unterteilt. Bowman, Nomad hier. Bin da. Irgendwie habe ich die Insel vermisst. Over. Schön, wieder mit Ihnen zu arbeiten, Nomad. Die guten alten Zeiten. Neuer Tag, gleiche Scheiße. Lassen Sie sich auf dem Weg zu Ito und den Outcasts nicht entdecken. Die Befreiung sollte einfach sein, dass Sentinel und die Wolves führungslos und ausgelaugt sind. Das Gute ist, dass der Aufbau eines unabhängigen Auroras leicht sein sollte, da alle Parteien inklusive Scale dafür grünes Licht gegeben haben. Idos einzige Bedingung an die CIA war, dass sie am Übergang beteiligt sein sollen. Seien Sie diskret. Es dürfen keine US-Truppen auf Aurora gesehen werden. Schön, wieder im Einsatz zu sein. Die Hauptbasis der Outcasts ist nicht weit entfernt. Sammeln Sie vorher noch Aufklärungsdaten. Vor Ihnen liegt ein Aussichtspunkt. So können Sie Ihr Vorgehen besser planen. Ja, was ich gerade sagen wollte, das Video ist auch in Kapitel unterteilt, sodass du da ganz einfach zwischen den eigenen bzw. einzelnen Missionen, Aufträgen hin und her springen kannst. Und jetzt bemerke ich gerade, ich muss hier tatsächlich noch das HUD aktivieren für die Einsatzziele, denn darauf ist Motherland nicht ausgelegt, um es ja komplett ohne HUD zu spielen. Man braucht zumindest die Markierung für Einsatzziele. Gut. Auf geht's. Scheiße, ich bin am Aussichtspunkt. Das Lager der Outcasts wurde angegriffen. Ich sehe viele Tote und es sind noch jede Menge Angreifer da. Sentinel, verdammt. Setzen Sie die Aufklärung fort, aber bleiben Sie am Aussichtspunkt. Sie dürfen nicht entdeckt werden. Wir müssen Ito finden. Sorry, Kozak, ich wollte dich nicht runterschubsen. Kozak ist übrigens Vasili, Alicia ist Fury und Mitchell ist Fixit. Und meine Waffe, weil ich weiß, dass diese Frage sowieso wiederkommt, ist die ACR, also die ACR Brown.
die es aktuell als Twitch-Drops gibt bei teilnehmenden Delta Company-Mitgliedern. Und ja, gut, so, dann schauen wir doch mal, was sich da zugetragen hat im Lager der Outcasts. Itos Haus ist von Leichen umgeben. Das war der Mittelpunkt der Kämpfe. Dann wollten sie Ito gefangen nehmen. Ein Elite-Bodak, der auf Sturmangriffe spezialisiert ist. So, so. Die Bodak. Okay, ich tue jetzt mal nicht so unwissend. Scheiße, dieser Soldat ist fast unsichtbar. Sowas habe ich zuletzt in Bolivien gesehen. Das macht es nicht leichter. Aber sie sollten ihn mit dem Wärmebild sehen können. Jo, passt. Leichenberge. Tote Outcasts. Das war ein brutaler Angriff mit vielen Todesopfern. Warum ist dieser Turm da? Eine Bodak-Uniform. Ich dachte, Bukharov war der letzte von denen. Interessant. Dann schickt Russland wohl frühere Bodaks auf verdeckte Einsätze. Diese Situation ist neu und gefährlich. Ja. Haben Sie Ito? Sie ist nicht hier. Falls die sie haben oder zu viele Outcasts sterben, können wir den Plan vergessen. Es sieht immer mehr aus, als wäre Operation Motherland in Gefahr. Ich lasse Ito nicht im Stich. Ich finde sie. Gut, aber falls Ito tot ist, müssen Sie Aurora verlassen, bevor es untergeht. Und wenn sie lebt? Zuerst sichern Sie das Outcast-Lager. Nur so können wir herausfinden, was mit Ito geschehen ist. Verstanden. Nomad out. Ja. Alles ist kaputt. Die Bodaks sind da. Und hier hat man schon einen kleinen Spoiler gehört. Denn im Let's Play sind wir noch nicht bei Episode 3 angelangt. Da haben wir gerade erst Episode 2 abgeschlossen. Und ja, da der Bukharov ist einer der Gegner in Episode 3. Nur damit du dich nicht wunderst. So, dann gehen wir doch mal aufklären hier. Beziehungsweise, was sollen wir tun? Alle Gegner töten. Alles klar, ab geht's. Landen wir mal hier. Eieiei. So. Da vorne habe ich eben 3 Einheiten gesehen. Da patrouillieren noch 2. Hier steht auch noch einer. Das sind dann 6 insgesamt. 3 Tarneinheiten macht 9. Die beiden sind 11 und ansonsten sehe ich hier auf Anhieb niemanden. Gut, mit 11 werden wir fertig, denke ich. Allerdings habe ich das natürlich das Nachtsichtgerät nicht ausgerüstet. Man kann die Wärmebild an sich natürlich auch so aktivieren, aber das mache ich nicht. So, wir haben hier einen Brecher. Die sind gepanzert, haben Helme, die man erst zerschießen muss. Oder man kann auch einfach so ihre Körperpanzerung zerschießen, das dauert aber länger. Ja, und natürlich habe ich mal wieder vergessen, Voice Attack zu starten. Dann mache ich das Ganze jetzt ganz klassisch mit Q. Okay. Nichts zu berichten. Kuckucks. Ja, alles sauber. Was? Ich hab da noch gerade jemanden gehört. Ist da. Oh, hallo. Das wird abgehauen sein. Ja, so geht das. Hat der gerade geschossen und hat keine Schussgeräusche gemacht? Das hat so ausgesehen. Die warten nur auf uns. Hat so ausgesehen, ne? Die haben uns entdeckt. Dann schnell eine andere Position.
Also waren es dann doch 12. 5 haben wir. Bleiben noch 7. Na toll. Ich hasse es, wenn Gegner schießen, ohne dass man es hört. Aber Motherland hat leider sowieso einige Soundbugs. Ist aber eigentlich im Großen und Ganzen nicht weiter schlimm. So, schaue ich mir nochmal die Drohne an. Schade, dass ich Voice Attack vergessen habe zu starten. Egal, in der nächsten Folge dann. Da haben wir Brecher und Sturmsoldat, die unsere alte Position auskundschaften. Schwierigkeitsgrad natürlich wie immer extrem und Elite Plus, wie ich es nenne. Also so schwer wie es geht. Also abgesehen von Teamkameraden deaktivieren, gibt es nichts, womit ich das Spiel noch schwerer machen könnte. Hallo. Die anderen beiden sind weg, so wie es aussieht. Das heißt, die streifen da in der Gegend rum und ich kann sie nicht sehen. Das ist nicht so, ja, nicht so geil. Ich bin gar nicht hier, ich bin gar nicht hier, ich bin gar nicht hier. Niemand sieht mich, bitte. Oh, hallo. So, das waren 3 weitere. Wären dann noch 4 übrig, wenn ich niemanden vergessen habe. Eine Kiste. Ich kann nicht widerstehen. Ich kann nicht widerstehen. Ich brauche Teile. Vor allem brauche ich Scale-Credits. Denn ich würde mir gern den Baumblätter, beziehungsweise das Gemischtmaterial-Gili kaufen. Kann ich aber nicht, weil ich kein Geld habe. Also kein Scale-Credits. Hab nur noch ein paar tausend. Also irgendwie 4000 oder so. So, das waren weitere 2. Es dürften dann eigentlich nur die beiden Tarneinheiten sein. Einer ist da. Gute Nacht. Einer fehlt noch. Wo ist der? So, die Drohne kann Wärmebild. Die kann das. Das Problem ist, dass das Wärmebild nach wie vor immer noch ziemlich grottig ist. Was ich aber sehr gut finde, ist, dass das Nachtsicht an und für sich, na gut, jetzt ist hell, aber Nachtsicht an und für sich ist, wurde verbessert. Genauso wie einige Waffensounds. Und ein paar Animationen ebenfalls. Wo ist der? Hey, das ist nicht erlaubt. Aber hier haben wir noch eine Kiste. Ich habe so das dumpfe Gefühl, ich muss mich opfern. Oder ein bisschen Lärm machen. Wie wär's denn damit? Es kommt halt niemand. Wo ist der? Ist noch so ein einzelner Gegner. Ein Tarngegner, eine Tarneinheit. Nun. Hier drin? Nee? Was haben wir hier? Haruitos Tagebuch. Gedanken zur Autonomie. Okay, das ist ja schön und gut. Was machen diese Nachtfalter hier drin? Sind doch Nachtfalter, oder? Die sind fucking riesig. Okay, also hier drin haben wir noch mehr Leichen. Ito ist aber nicht dabei, so wie es aussieht. Bleibt immer noch die Frage, wo ist dieser eine Gegner?
Wahrscheinlich bin ich schon dreimal am vorbeigelaufen. Das Geile an den Gegnern ist auch, wenn man mit HUD spielt, also mit Gegnermarkierungen, dann verschwindet die Markierung, wenn die in den Angriff übergehen. Also die Tarneinheiten. Das ist ziemlich cool. Ich habe es selbst nicht gesehen, aber ich habe Berichte gesehen. Sag mal. Was ist denn? Weißt du was? Hier, Feuer frei. Knallt sie ab. Ja, jetzt nein. Schauen wir mal, wo die hinrennen. Wir wissen ja immer, wo die Gegner sind. Machen wir es mal interessant. Sag mal. Dann alle. Dafür eine Granate. Ernsthaft. Okay, gut, das waren alle Gegner. Feinde ausgeschaltet. Ich komme und helfe dir. Schauen wir noch mal in der Hütte nach. Da waren wir jetzt eben eigentlich schon, aber alles gut. Yay. Bowman, Nomad hier. Das Outcast-Lager ist gesichert. Aber ich habe keine Spur von Ito. Wir machen vorsichtig weiter. Aber falls Ito tot ist, ist Rückzug unsere einzige Option. Ihr Hauptziel lautet, die Region zu erobern und Ito zu retten. Greifen Sie alle Bodaks an, die Sie finden. Offenbar sind Sie auf der Insel einmarschiert und momentan unser größtes Problem. Es gibt mehrere Destabilisierungseinsätze, die unsere Operation flankieren. Sie können Bodak-Fahrzeuge zerstören, damit weniger von Ihren Drohnen die Region unsicher machen. Außerdem gibt es ein Gefängnis, in dem Sie Outcasts festhalten. Wenn Sie sie befreien, erfahren Sie vielleicht mehr über Ito und gewinnen mögliche Verbündete für die anstehende Rückeroberung der Region. Und, wenig überraschend, die Bodaks kontrollieren das Parlament. Wenn Sie den Bodak-Checkpoint dort sichern, sollte das die Outcasts ermutigen, sich endlich zu vereinen und zu kämpfen. Wird gemacht. Nomad out. Prima. So, das heißt, als nächstes geht es zu den Destabilisierungseinsätzen. Könnt ihr lesen, wenn ihr möchtet. Wahrscheinlich habt ihr schon, wenn ihr es selbst gespielt habt. Ich brauch's nicht mehr zu lesen. So, denn jetzt geht es. Hier gibt's noch was. Genau hinter mir. Okay. Da setze ich dann mit dem Hubschrauber über. Nachdem ich diese Aufklärungsdaten noch genommen habe. Da sind sie. Hawaitos Tagebuch bereit für eine Revolution. Sehr schön. Gut, dann auf zum Heli und rüber zum Festland. Zur Festlandinsel. Ist ja alles kein Festland hier. Zur Hauptinsel. Nennen wir es so. So, da sind wir angekommen. Und in der Zwischenzeit habe ich auch Voice Attack gestartet, so dass wir das jetzt auch nutzen können. So, dann schauen wir doch mal, was wir hier haben. Ich hefte hier direkt mal alle. Nein, mache ich nicht, denn wenn ich die alle gleichzeitig mache, dann kann ich das Video wieder nicht unterteilen. Deshalb machen wir eine Mission nach der anderen. Bodaks immobilisieren entfernt Bodak-Zerstörer von den Straßen. Sehr gut, wir machen zuerst das, dann die Nummer 3 und dann die Nummer 2. Denn wie ich das in dem anderen Video gesagt habe, zuerst das, was direkt in der Region hilft und dann... Oh. Da kommt was auf uns zu. Erst die Einsätze, die uns selbst helfen, dann die Einsätze, die... einen Einfluss auf die Region haben und dann die Einsätze, die sich, die nur eine Auswirkung auf die letzte Mission in einer Region haben. Ärger am Anmarsch, aufgepasst. Ärger am Anmarsch, wo? Wo? Ach, Sentinel. Geht von dem Truck weg. Sprengung. Ein Fahrzeug weniger, mit dem die Bodaks die Region kontrollieren können.
Das hat irgendwie nicht so geil ausgesehen, wie ich mir das erhofft habe. Aber wir haben hier auf dem Flughafen noch ein paar weitere Fahrzeuge. Und eins fährt noch irgendwo da hinten in der Gegend rum. Aber vielleicht finden wir ja im Flughafen, auf dem Flughafengelände einen Helikopter mit Bewaffnung. Das wäre sehr toll. So still hier. Da ist einer drin. Den habe ich gesehen. Und den auch. Zack. Nummer 1. Wenn er uns entdeckt, schieße ich. Oder jetzt, wenn er stehen bleibt. Ich wollte ihn nur, soweit es geht, laufen lassen. Um die Gefahr, dass er entdeckt wird, möglichst zu minimieren. Achso, der Schalldämpfer ist übrigens, ich glaube, der Prisma-Schalldämpfer, nee, Waben-Schalldämpfer, den gibt's, glaube ich, bei Maria im Shop. Die Hose ist eine Cry G4 und die Handschuhe weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube aber, die gab es nur im Echtgeld-Shop. Oh, da fällt mir gerade noch was ein. Bei mir ist alles sauber. Alles. Wow, bereit machen, wir haben Kontakt. Da fällt mir gerade noch etwas ein. Ich habe ja was ganz vergessen. Die Waffenmeisterstufen. Wir haben doch noch so viele Skillpoints. So, wir haben hier ein Sturmgewehr. Ein so ein Feld aufzuwerten kostet 40. Da können wir das Sturmgewehr komplett aufwerten. Und die Mobilität der Pistole machen wir so. Ne? So, bam. Zack, sehr schön. Kommgenauigkeit auch noch. So, perfekt. Mehr brauchen wir auch nicht. Ist mir gerade aufgefallen, als wir so langsam gelaufen sind mit der Waffe im Anschlag. Oh, Kosek. Ich war, Mann, Vassili. Das ist einfach so drin. Mein Gott, bin ich jetzt schnell. Das ist so krass. Haben wir hier was für uns? Nichts. Schade. So. Hallöchen. Ziemlich gut. Das da wird wohl... Ist das das Fahrzeug? Oh Gott, wo laufe ich denn rum? Hallo? Das war knapp. Der hat gerade schon gezuckt. Ist das das Fahrzeug oder ist das nur ein anderer? Da steht noch einer. Oder? Nee. Nein, das ist nicht das Fahrzeug. Das ist das hier und da hinten. Okay. Gut. Können wir vielleicht mit ein bisschen Glück schaffen, ohne entdeckt zu werden? Eieiei, Alter. Richtig gut. Wir sind ja... Okay, das ist ridiculous. Wie der... Alexis? Das war nicht Alexis. Das war Walter. Ich weiß, Sentinel sehen alle gleich aus. Ich muss mal gerade was ausprobieren. Wir sind jetzt so derbe schnell. Ich glaube, wir sind fast so schnell, wie wenn wir ganz normal laufen. Das ist das übel. Aber richtig cool, dass das eine richtig gute Auswirkung... Oh, Alter! Eine richtige Auswirkung hat. Das hier ist das falsche Gebäude. Richtig schön, dass das so eine richtig krasse Auswirkung hat. Freut mich sehr. Ich glaube, da muss ich zwei legen. Ich hoffe, es kriegt keiner mit. Überraschung, hier passiert nie was. So. Und der letzte LKW ist ganz hinten am Tower, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich, wer?
Eieiei, alter Schwede. Was machen Sie hier? Das ist mir ja schon fast zu schnell. Gott, Hilfe! Muss ich langsam gehen. So, erstmal aufklären hier, wie es im Tower aussieht. Nicht, dass wir aus dem Tower raus entdeckt werden. Hier patrouilliert eine Wache am Flugfeld. Schade. Kein richtiger bewaffneter Helikopter. Hier patrouilliert auch einer. Ein Scharfschütze auf dem Dach. Sieh an. Und hier drin ist niemand. Gut. Sie sind da hinten auf dem Dach aus. Kein Scharfschütze auf dem Dach. Perfekt. Hallo. Zack. So, Dalle. Wo ist diese eine Patrouille? Ich sehe den nicht mehr. Ist weg. Gut, kann ich mitleben. Ach, dass die Kameraden immer so wild da in der Gegend rumrennen, ne? Das ist... So. Da an der Motorhaube brauchen wir nur eins. Und ich hätte... Wobei, komm. Lass mal hier... Ach, da hinten ist der Generator. Die Wolves sind was? Habe ich ihn leider unterbrochen. Ich wollte gerade irgendwas über die Wolves sagen. Ja, schalten wir doch direkt den ganzen Generator aus. Müssen wir nicht die ganzen Mörser und so weiter einzeln deaktivieren. Zack. So, dann machen wir uns mal bereit zum Abfliegen. Team, zu mir. Kommt zu meiner Position. Verstanden, wir kommen zu dir. Der andere LKW ist ganz in der Nähe. Okay, dann Sprengung. Mit diesem Fahrzeug hätten die Borak die Region in Schach gehalten. Weniger Mobilität, weniger Borak-Präsenz in der Gegend. Sind alle drin? Sind die jetzt alle drin? Ich muss los. Rudi muss los. Ich habe keine Lust, vom Raketenwerferschützen abgeknallt zu werden. Der Scharfschütze kann jeden Moment schießen. Nein, bitte nicht, Scharfschütze, bitte nicht. Hallo. Hat nicht so geklappt, wie ich das vorgehabt. Ja, tschüss. Man sieht sich. Wow. Solides Ding, Ghost Lead. Ja, danke. Aber den LKW haben wir leider verpasst. Der muss aber, glaube ich, wieder zurückkommen. Das ist, glaube ich, eine Sackgasse da hinten. Allerdings haben wir hier echt eine schlechte Position. Oh, oh, oh. Ich glaube, das ist eine Sackgasse. Haben wir Minen dabei? Dann würde ich da doch einfach mal... Komm, nehmen wir ein dickes Minchen. Dann muss ich mich um den LKW schon mal nicht mehr kümmern. Ist der erledigt. Das war der LKW. Und das war die Mission, jetzt die Bodaks immobilisieren. Kontrollieren. Der Destabilisierungseinsatz. Der Akku ist leer. Die Drohne ist raus. Perfekt. Die hätte ich brauchen können. War das alles hier? Ja? Prima. Gut, dann geht's als nächstes weiter mit dem dritten Einsatz, die Schlacht ums Parlament. Das ist der hier. Der dann die Rebellenpräsenz in der Gegend erhöht. Hier hätten wir Jetzt ist hier irgendwie niemand mehr. Ja, jetzt wirklich nicht. Gut, aber ich denke, nehmen wir den Boson oder nehmen wir das Bike? Ene, mene, mu und aus bist du. Okay. Da der Boson aus ist, ist es wohl das Bike. Mach um mich los, ich finde dich. Jo. Oh mein Gott.
ist das Ding schnell. Miep, miep, miep. Ich würde so gern hupen können. Das war's, alles klar. Heiliger. Heiliges bisschen. Animation ein bisschen hakelig, aber... Ich habe auch das Gefühl, dass an der... generell an den Fahrzeugen, an der Steuerung etwas geschraubt wurde. So, hier parken wir mal. Ja, denn das Fahren macht deutlich mehr Spaß als vorher. Okay, irgendwo eine Position, wo ich mich mal hinsetzen kann zum Aufklären. Das wäre ganz cool. Ja, das hier sieht auch gut aus. So. Was sollen wir denn hier genau tun? Zwei Kontrollpunkte und das Parlament von Aurora. Also der Kontrollpunkt hier, der Kontrollpunkt dort drüben. Oh, da ist ein Heli mit. Nein, keine Bewaffnung. Schade. Und hier das Parlament. Gut, gut, gut. Was müssen wir da tun? Wahrscheinlich Gegner töten. Alles klar. Haben wir hier noch Gegner? Irgendwo habe ich eben einen gehört. Da kommt gerade einer. Nach Afghanistan hatte ich monatelange Albträume. Das war schmutzige Arbeit. Gleichzeitig liebe ich es auch. Komm, Gewehr! Wow, der hat eine echt schnelle Reaktion. Allerdings hat er nicht getroffen. Ich glaube, Reaktionszeit ist bei Sniper nicht so sehr wichtig. Ach fuck, da ist noch einer. Na toll. Okay, gut, dann erstmal da hinten clearen und dann... Ach, ich bin doch Echelon. Kann ich... Ja, jetzt rennt er da hinten rum. Meine Güte. Kann ich da durch? Nee, schade. Wo ist er? Wo ist er hin? Hm. Wo ist der Typ hingerannt? Sag mal. Das kann doch nicht so weit sein. Ah, da. Falsche Richtung. Richtung? Da hätte ich jetzt echt gern einfach einem einzelnen Teammitglied den Feuerbefehl erteilt. Oh, ins Wasser geplumpst. Tja. Direkt versteckt. Perfekt. So. Dann haben wir hier die Schlacht ums Parlament. Beziehungsweise die ganze Mission heißt ja so. Dann haben wir hier den ersten Abschnitt. Wieder stark! Meinst du, Russland kann wieder stark werden? Das glaube ich aber nicht. Hey ihr. Zack. Wie viele Gegner sind denn in so einem Stützpunkt? Sollte vielleicht besser mal nach. Ich habe irgendwie das Gefühl. Die Wolves sind gute Soldaten, keine Frage. Ha. Alter. Checkpoint gesichert. Es fühlt sich. Kann das sein, dass wir so schnell. Dass wir mit Aim schneller laufen als ohne? Das ist ziemlich krass. Okay, aber auf jeden Fall haben wir den ersten Checkpoint gesichert. Dann gehen wir jetzt zuerst zum zweiten Checkpoint und dann. Wobei, hier ist das Parlament ist direkt hier, also. Auf zum Parlament! Was sind denn hier diese ganzen Ausweiskontrolldrohnen? Hm. Gute Frage. Ja, da haben wir zwei. Ich leg mich mal hier hin, schau mal nach. Russland. So, hier haben wir einen, wir haben zwei auf der Brücke da.
Und einen da drüben und noch zwei da. Okay. Und dann noch ein. Okay. So, schwierig. So. Der da hinten hat gar nichts mitgekriegt, aber der eine andere da, der ist gerade zur Seite weggelaufen. Was? Wo kam das Deckung her? Ah, da vorne. Okay. Er hat sich Kontakt. Wo ist er denn? Das sind zwei. Oh mein Gott, das ist keine Deckung hier. Such die Umkehrung an! Schreibt euch! Meine Gnade! Ich gehe in Deckung! Hallo! Brilliant! Sehr gut gemacht! Such die Umkehrung an! Ach, das sind was die, Dingens. Doch, was sie. Oh, hallo. Gebiet gesichert. Gebiet gesichert. Ja, habe ich gerade gesagt. So, und jetzt auf jeden Fall zum letzten Checkpoint. Drüben ist der. Haben wir da hinten auch einen Ausgang? Nee, ne? Gehen wir einfach hier hoch. Also bis jetzt muss ich sagen, hat das alles ganz wunderbar geklappt. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Gut, ich meine, wir wären schon einmal tot gewesen, wenn die Scharfschützen nicht immer direkt mit dem ersten Schuss erstmal daneben schießen würden. Der erste Schuss von den Scharfschützen geht immer daneben. Ist zwar für den Spielspaß ganz zuträglich, aber irgendwie auch stellenweise ein bisschen schade. Aber es ist halt keine Simulation, sondern nach wie vor ein Tactical Action Shooter, Tactical Action Third Person Shooter und kein Tactical Simulation. Third Person Tactical Simulator oder so, keine Ahnung. Oh, hallo, Raketenschütze. Wenn man für den Meistbieter arbeitet, weiß man eben auch nicht, wofür man kämpft. Ich weiß, aber was will man machen? Und die beiden? Ist alles klar. Oh shit. Wie ausgestorben bei mir. Was? Wie ausgestorben, ja. Wir wurden entdeckt. Ziel erreicht. Das sollte ein klares Zeichen für die Outcasts sein, dass sie nicht alleine kämpfen. Yeah. Ich hoffe, das war die Schlacht ums Parlament. Nice. Diese gepanzerten Bodog-Einheiten, die kann man übrigens auch alle im Nahkampf töten. Das wollte ich eigentlich gerade demonstrieren, aber dann. Ja, kam es halt doch anders, aber im Gegensatz zu dem. Die Arbeit trägt Früchte. Die Outcasts erheben sich und wollen verschiedene Ziele in der ganzen Region angreifen. Die Bodogs sind schlecht organisiert und ich konnte eine ihrer Basen aufspüren. Ich nehme an, dort finden sie die Technologie, die die Bodogs unsichtbar macht. Und Infos zu Itos Aufenthaltsort. Wenn sie die Technologie stehlen und Ito retten können, sollte das reichen, um die Region zurückzuerobern. Wird gemacht. Ich hole Ito da raus. Nomad out. Bin schussbereit. Ja. Das habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Also im Gegensatz zu den Minigunnern kann man alle Bodog-Einheiten, auch die gepanzerten, töten. Im Nahkampf. Warum? Roger, geht doch. Bringe mich in Stellung. Bin bereit, Boss. So. Ich will das hier gerade mal demonstrieren. Anhand von dem. Ich könnte auch mal noch demonstrieren, wie es ist, wenn man die Panzerplatten wegschießt. Aber, oder? Sollen wir das machen? Wir können ja beides machen. Habt ihr gesehen? Nein! Menschenskinner, Vasili! Oder, nein, das war nicht Vasili, das war Fixit.
Ich wollte ihn im Nahkampf wegholen. Naja, auf jeden Fall sieht man es auch hier ganz gut. Jetzt die Panzerplatte ist weg. Kann man die im Nachhinein wegschießen noch? Nee, kann man nicht. Tja, gut, okay. So, wir haben jetzt die Hälfte, ungefähr etwas mehr als die Hälfte erledigt. Deshalb könnten wir jetzt direkt den letzten Einsatz angehen. Machen wir aber nicht. So, wir gehen nämlich jetzt hier die Rebellenunterstützung beim letzten Einsatz. Gehen wir uns besorgen. Hallo, Freunde. Wen schießt der? Ist mal ohne Witz. Da hinten. Scheiße, ja. Gut, so. Da fliegen wir vielleicht mit dem Heli hin. Das ist vielleicht schneller. Ja, sollen die mal kämpfen. Wir schnappen uns den Heli hier oben und dann fliegen wir dorthin. Sobald ich den Aufgang hier gefunden habe. Da ist er. Wunderbar. Ich hätte zwar nicht gedacht, dass ich hier klettern muss, aber hey, ich meine, ich beschwere mich nicht. Mal da. Boom, boom, okay. So generell, Motherland macht einfach einen Wahnsinnsspaß. Und es fühlt sich auch irgendwie gar nicht mehr an wie Breakpoint für mich. Es fühlt sich an wie ein komplett neues Spiel. Und das finde ich so geil. Ich habe schon so viele Stunden in Breakpoint versenkt. Etwas über 500 dürften es jetzt sein. Das ist das Gefängnis, ne? Ach, schau mal an. Packen wir unseren Heli gerade hier daneben. Wunderbar. So. Und dann gehen wir von hier aus weiter. Beziehungsweise, solange wir nicht im Kampf sind, rüste ich mir hier mal noch ein Nachtsichtgerät aus. Und zwar mein Liebstes, wie immer. Auf geht's. Upsa. Ach ja, stimmt, das ist auch geändert. Die Animation ist schneller. Man steht schneller wieder und schussbereit. Was ich sehr cool finde. Komm, mal schauen wir noch. Da irgendwie sieht das nichts aus. Hier. Das hier vielleicht? Das hier? Das hier? Ich weiß nicht, das hier. Ja, nehmen wir mal das hier. Ein bisschen kleiner. Eher auf Nachtsicht. Gut. So, dann erstmal aufklären. So, hier haben wir einen Sturmsoldaten und sonst niemanden. Perfekt. Schade, dass sie zerschlagen wurden. Den Wolf haben sie. Dass sie zerschlagen wurden? Die Wolves wurden zerschlagen? Ich dachte, die Wolves und Sentinel hören auf die Bodak. Naja. Breakpoint geizt halt nicht mit Plotholes. Mit Löchern in der Logik in der Story. So, hier haben wir einen Scharfschützen. Wir haben mehrere Patrouillen hier um das Hauptgebäude. Einen Raketenschützen auf dem Balkon gedöns. Terrasse. Noch mehr Patrouillen hier. Ein Mörser. Jo, hauptsächlich Minigunner. Gut. Kein Problem. Ach, was auch geändert wurde, ist, man kann jetzt viel besser Fallschirmspringen von allen möglichen, ja, Felsen und was auch immer. Ähnlich wie in Wildlands. Anders als in Wildlands ist, dass man hier jetzt nicht unbedingt stirbt, denn man bekommt einfach nur ganz normalen Fallschaden, wenn man, ja, aufklatscht. Wenn der Fallschaden tödlich wäre, dann stirbt man dann natürlich auch, aber man stirbt jetzt beim Bauchplatscher jetzt nicht mehr unbedingt direkt, sondern nur dann, wenn der Sturz aus der Höhe auch wirklich tödlich gewesen wäre. Wo ist der? Wo ist der? Ach da. Hallo. Was sind die
Vielleicht war das Azog-Visier hier nicht ganz die richtige Wahl für einen Nahkampf. Aber ich habe ja noch meinen Maul-DA-Laser. Habe ich das erweiterte Magazin drin? Das ist nicht das erweiterte Magazin, oder? Nee. Ich wollte eigentlich das erweiterte Magazin drin haben, aber gut. Habe mich schon gewundert, warum ich so wenig Schuss habe. Okay, so, da haben wir den ersten Minigunner. Hello. So geht das, Boss. Kann ich leider nicht wegtragen. Oh ja, danke, Fury. Oh, sehr gut. Funker, der bzw. ein Stratege. Der wird direkt ausgeschaltet. Und da kommt der nächste Dingens. Ja. Alter Lander! Stimmt was nicht. Meinst du? Seltsam. Meinst du, da stimmt was nicht? So, gut. Ach komm, sollen wir alles hier säubern? Ich möchte eigentlich einfach nur da rein. Nur da rein und dann die Gefangenen schnappen und wieder raus. Hörst du das? Das ist das Geräusch, das die Stille macht. Das Geräusch, das die Stille macht. Das ist gar nicht, dass die Stille schallgedämpfte Schussgeräusche macht. Aber gut. Mal sehen, womit wir es zu tun haben. Danke, Fury. Oh. Ist der da drin, oder? Zeit für die Nachtsichtbrille. Wie läuft der denn? Wow, da sind ganz schön viele Gegner hier drin. Muss ein bisschen aufpassen. Hier, Nahkampf, gepanzerte Einheit. Hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich den Helm schon weggeschossen habe. Man kann die auch tragen. Was? Wie? Hä? Warum feindliche Aktivitäten festgestellt? Der Hai? Woher wissen die das jetzt? Das finde ich jetzt ein bisschen nicht so nett. Jetzt wissen wir, was uns erwartet. Okay. Phänomenal. So, haben wir hier drin noch Gegner? Eine Menge Feinde auf dem Scan. Ja, da unten noch, ne? Wir haben möglicherweise Feinde im Sektor. Bleib wachsam. Oh, guck mal, eine Kiste. I kiss the girl. So, hier haben wir auch den ersten gefangenen Outcast, aber hier ist gerade noch ein Feind reingekommen. Und noch einer. Die kommen jetzt alle hier rein, oder? Feind! Treff sie dort, wo es weh tut, dass wir noch da sind. Nice! Die wissen nicht, dass wir noch da sind. Was ist denn da jetzt explodiert? Das war ich aber nicht. Wir haben gleich an der Backe. Das ist ähnlich wie bei Wildlands damals. Schleichst dich irgendwo hin, plötzlich kommen Rebellen und sprengen alles in die Luft. Wer sind Sie? Nomad. Ich bin hier, um zu helfen. Nomad? Die Legende, die Walker und Stone ausgeschaltet hat? Dann geht der Kampf also weiter. Ich kann es kaum erwarten. Ja, wieder ein kleiner Spoiler zu Episode 1 und Episode 3. Aber ich glaube, das war's jetzt auch mit den Spoilern. Ich glaube, mehr kommen da nicht. Bin mir jetzt gar nicht sicher, aber ich glaube, mehr war da nicht. Ich weiß auch nicht, wie man ein Zahlenschloss, ein digitales Zahlenschloss mit dem Gewehrkolben öffnet. Gott sei Dank. Nomad! Los, ich bring sie in Sicherheit. Who cares? Ist hier der... Ja... Immer mitten rein. Perfekt. Das Visier ist halt echt schlecht für Nahkampf. Deshalb muss ich jetzt für den Nahkampf mit dem Laser zielen. Nomad! Wo ist Ito? Was ist passiert? Sie lebt, aber sie wurde beim Angriff verletzt. Ich weiß nicht, wo sie jetzt ist, aber die Bordaks werden sie bestimmt verhören. Irritiert es euch eigentlich auch so, dass... die hier alle immer Bodak sagen und nicht Bodak. Die sind hier noch.
Weitersuchen! Mich irritiert das hart. Ich finde sie. Ich bin davon ausgegangen, die heißen Bodak und nicht Bodak. Sauberer Schuss, Ghost. Zack, zack. Haben wir noch? Ja. Sonst nichts hier drin? Perfekt. Können wir ganz entspannt rausmarschieren. Vielleicht kann ich mir noch die Drohnenteile hier nehmen. Wobei der nur noch eine Drohne auf dem Rücken hatte. Das heißt, dass da noch irgendwo eine rumschwirrt. Wo ist denn der Eingang, durch den wir reingekommen sind? War der nicht hier irgendwo? Ach, da unten. Was runter. Ab ins Erdgeschoss. Ei, das ist so irritierend, dass ich so schnell bin. Übel. Da geht's raus. Das ist der Ausgang. So. Gut, da hinten müssen wir hin. Weißt was? Auch nur einfach den Heli. Fliegen mit dem Heli zum Heli und steigen dann um. In den anderen Heli. Ja, steig ein. Geht doch. Ja komm, da ist doch genug Platz für 6 Leute da hinten drin, oder? Naja, dann halt nicht. Komm, Mitchell. Einsteigen. Ich nenne die jetzt übrigens so, wie sie aussehen, denn alles andere irritiert mich, da muss ich zu viel nachdenken. So, Alicia ist auch drin. Perfekt. Gut. Was wollen Sie? Was ich will? Ich will was ausprobieren. Wenn ich jetzt den Heli so parke, dann müsste sein Heli beim Abheben eigentlich kaputt gehen. Was wissen Sie über die Bodak? Ich habe sie vor dem Angriff noch nie gesehen. Die sind brutal. Sentinel und die Wolves nehmen Befehle von ihnen an. Keine Ahnung, was sie mit Ito gemacht haben. Ich kann beim Kampf gegen die Bodak helfen. Aber erst müsst ihr euch neu formieren und ausrüsten. Vielleicht brauche ich Hilfe, wenn ich Ito befreie. Wow, 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 wow. Au. Okay, hat geklappt. Allerdings ist mir der Heli jetzt auf den Kopf gefallen. Das war nicht so geil. Ihr habt ja hier noch einen Heli. Guckt jetzt nicht so traurig. Gut, warum ist denn mein Gesichtsdingens weg? Fällt mir jetzt gerade auf. Ist einfach weg? Was soll das? Was war's? Revision Snow Balaclava. Snowhawk, genau, das war's. Warum war das weg? Ist eben verschwunden. War das die ganze Zeit weg? Nee. Glaube ich erst verschwunden, als ich die Nachtsicht draufgepackt habe, ne? Okay, so. Einmal einsteigen und dann den finalen Einsatz anpinnen. Hacken Sie feindliche Daten, um Informationen zu finden. Das Ziel ist ein Technikkasten bei Eternity. Tarnungspunkte. Was wir da wohl finden werden. Ob es die optische Tarnung ist. Zwinker, zwinker. So, wo ist es? Da hinten. 3,5 Kilometer. Wer hat das gesagt? Sitzt hier noch jemand drin außer uns? Ja, gut. Wenn ich es nicht vergesse, dann schneide ich den Flug jetzt aus und wir sehen uns bei der Landung. So, da sind wir bei Eternity. Wir erinnern uns aus der Story, Eternity ist das, ja, dieses Projekt, nenn ich es mal, wo Körper eingefroren werden. Da hatten wir den Mann von Paula Madeira oder so gesucht, irgendwie so. Keine Ahnung, schon so lange her. So,
Zuallererst wird hier mal aufgeklärt. Ich höre Drohnen. Ach, da. Das höre ich aber nicht. Irgendwie hier in dem Bereich brummt irgendwas. So, da ist der Kasten, mit dem wir interagieren sollen. Info und Diebesgut. So, wie sieht's hier aus, gegnermäßig? Ich höre eine getarnte Einheit. Okay. Dann haben wir hier einen Schützen und da einen Minigunner. Da unten Minigunner. Hier ein Scharfschütze. Da unten noch ein Tarnposten. Und das war's? Ist ja easy. Müssen wir vielleicht gar nicht mal hin. Oh, was ist das denn? Das, meine lieben Kinder, nennt man Kriegsverbrechen. Ja, hier hinten patrouilliert auch noch einer rum. Ein Brecher. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir doch einen Fallschirmsprung dahin. Und direkt in der Baumkrone hängen geblieben. Das wäre ja noch so eine Mechanik. Es wäre irgendwie frustrierend, aber irgendwie würde ich es auch feiern. Es könnte ja ein Feature sein, dass man wie in Immersive Mode auch so an- und ausschalten kann. Wäre auf jeden Fall ziemlich cool. So ein Feature in Baumkronen hängen bleiben mit dem Fallschirm. Und ja, sich dann losschneiden müssen. Und dann hat der Fallschirm irgendwie, keine Ahnung, 5 Minuten Cooldown oder so. Fände ich cool. Und man wird natürlich dabei verletzt. Das sehe ich hier natürlich gar nicht. Schalt auf Nachtsicht. Gute Arbeit, Fury. Das hilft. Oh, guck mal, Fury macht schon. Fury regelt. Drinnen laufen auch noch welche rum. So. Der ist der drin draußen? Scheiße, nicht schlecht. Ich weiß nie, wenn die so hervorgehoben sind, ob die jetzt drin oder draußen sind. Wo ist der eine, der jetzt da draußen rumgelaufen ist? Kommt der? Nee. Ich hoffe, er guckt doch nicht durchs Fenster. So. Und was haben wir hier? Sieht aus wie der Prototyp von einem optischen Tarnanzug. Aha. Der könnte nützlich werden. Der ist absolut nützlich. Der kann am Anfang... Der kann am Anfang noch fast gar nichts, ne? Der ist am Anfang ziemlich nutzlos. Aber... wird später richtig krass. Hat man dann auch Tarnung vor Drohnen und so weiter. Hier haben wir übrigens direkt ein paar Tarnungspunkte, mit denen man die Tarnung aufleveln kann. Ich kann ja gerade mal kurz demonstrieren. Aktivieren. Und sobald man losläuft, ist das Ding quasi schon wieder all. Und am Anfang... Oh, stopp. Brich ab. Das geht nicht, ich kann es nicht abbrechen. Oh mein Gott. Du hast überhaupt nichts. Heieiei. Dass man sowas nicht abbrechen kann. Ja, anfangs kann man den auch nur tagsüber aufladen. Den Anzug. Die Tarnung. Und ja... dann ab MK1, glaube ich, kann man nachts aufladen. Ich zeig dir das einfach gerade mal. Wir können hier, optische Tarnung. Am Anfang können wir nur langsam gehen und hocken. Und in Bauchlage uns bewegen. Du hast gerade schon gesehen, wenn wir normal joggen, dann ist das Ding direkt leer. Und dann können wir hier aufwerten, dass der Akkuverbrauch beim Rennen weniger ist. Und jetzt können wir auch ein bisschen normal joggen. Ohne, dass das Ding direkt leer ist. Und hier bei MK1 können wir dann auch nachts aufladen. MK2 können wir auch ins Wasser gehen. Das geht normalerweise nämlich nicht. Und bei MK3
können wir auch Schaden erhalten. Und ja, wir müssen dazu immer eine gewisse Anzahl dieser Skills, nenne ich es mal, hier auswählen bzw. aufwerten. Sehen wir hier an der Anzahl der Schlösser, um dann diese MK-Stufe, diese Mark-Stufe freizuschalten. Gut, dann hacken wir mal wieder. Sie halten Ito im Krankenhaus fest. Ich muss sofort zu ihr. Auf geht's. Heli ist jetzt, also unser Heli ist jetzt außer Reichweite, aber beim Anflug habe ich einen weiteren Heli gesehen. Die Rettung von Harui Ito. Nächster Abschnitt. Schauen wir mal. Ich gehe jetzt erstmal hier in Deckung. Ist es Tag? Ne, ist Nacht. Also lädt sich das Ding jetzt nicht mehr auf. Okay, so. Wir haben aber hier noch. Ich schalte auf Nachtsicht um. Den Tarnposten hier. Da ist er. Das war er. Oh Gott, oh Gott. Wo ist er? Zack. Bam. Die haben halt ein super krasses Sturmgewehr mit... Mit, ich glaube, 800 oder 900 Schüssen pro Sekundenminute. Kann ja gerade mal schauen. Und die Nachtsicht kann ich gerade mal zeigen. Aktiviere Nachtsichtgerät. Ist jetzt viel ähnlicher als wie zum Beispiel bei Wildlands. Der Wildlands Nachtsicht jetzt ziemlich ähnlich. Nein, ich wollte die Waffe nehmen. Ach, verdammt. Man sieht jetzt viel weiter. So, Waffe bitte. So, zeig mal her. Die hat eine 900er Kadenz. Ist übel. Aber ich will meine. Ich will die ACR. Kein Dock mehr. Die Drohne ist ausgeschaltet. Ach ja, und hier sieht man auch, die meisten Laser haben so eine IR-Taschenlampe dran. Was ich nicht ganz so geil finde, denn hier zum Beispiel sehe ich gar nicht mehr, wo ich hinziehe. Ist viel zu hell. Wobei, das würde ich auch so nicht sehen. Aber ja, bei manchen Oberflächen hier zum Beispiel ist es sehr schwer noch zu erkennen, wo man hinzielt und so weiter. Also ich finde... Das würde ich gerne deaktivieren können. Dieses, ja, diese IR-Lampe. Das sind Tarnposten. Die hört man zum Glück immer. Haltet nach Feindkräften Ausschau! Nein, das ist links, nein, das ist rechts bestimmt. Oh Gott! Der lebt noch! Der lebt nicht mehr. Ich wusste es, dass einer links und einer rechts ist. Warum gehe ich dann so unbedacht da rein? Stirb. Alter Schwede. Nachtsicht an. Gut, dann laden wir sicherheitshalber mal nach. So langsam müsste mir eigentlich die Munition ausgehen. Aber ich glaube, ich habe eben ein bisschen was eingesammelt. Team zu mir. Bei mir neu gruppieren. Eieiei. Ach, ist er direkt da hinten. War voll unnötig, aber... Ja, ist direkt da hinten. Einsteigen, bitte. Wo kommt die denn her? Was macht ihr denn von da... Ich frage gar nicht. Ich frage am besten gar nicht. So, dann würde ich sagen, dann gehen wir doch direkt aufs Dach, oder?
Komm, wir landen direkt auf dem Dach. Ohne Aufklärung. Guter Schuss. Da steht auch einer. Übrigens, wenn Gegner euch nicht entdeckt haben, brauchen ungepanzerte Gegner immer nur 2 Schuss. Egal mit welcher Waffe. Beziehungsweise, ich weiß es gar nicht, ob egal mit welcher Waffe. Also mit den meisten Waffen 2 Schuss. Kann sein, dass es auch noch Waffen gibt, die... Oh Gott, nee, brich doch ab! Komm, gib nicht so lang. Ich schätze, wir sind nicht allein. Ups, das ist viel schneller, viel mehr eskaliert, als ich dachte. Das Problem ist... Oh Gott, noch einer. Also, seid wachsam. Seid wachsam, es gibt Anzeichen für Feindaktivität. Verstanden, wir halten die Augen offen. Meine Güte. Hallo? So, wo ist denn Ito? Ach, da unten. Setze die Nachtsichtbrille auf. Da kommt jemand. Folgt! Oh Gott. Richtig gut. Da hat auch einer gesessen. Oh Gott. Ah, wo? Ich habe keine Ahnung, wo der war. Heieiei. Ich sag ja, mit diesen Waffen ist so schnell tot. Da steht er! Ich lad mal nach. Bin ich verletzt? Nee, aber verwundet. Da läuft ein Getarnter. Gehe auf Nachtsicht. Ich hab dich gesehen. Ziemlich gut. Okay. Bin ich hier auf dem richtigen Stock? Ich weiß es nicht. Verdammt! Wo sind Sie? Hallo? Oh Gott. Komm raus! Die Feiglinge sind hier irgendwo. Es ist blöd, dass man nicht wirklich bestimmen kann, ob... Also, die Richtung, aus der Gegner kommen, zu erhören, ist ganz einfach. Das geht ganz gut. Was nicht so gut geht, ist... Die Höhe, also links, rechts geht gut, aber oben, unten geht gar nicht. Das ist ein bisschen schade. Okay, sauber. Hallo, Ito. Oh Gott, die sieht scheiße aus. Schön, Sie zu sehen, Nomad. Ich habe nicht eine Sekunde an Ihnen gezweifelt. Wir reden, wenn es sicher ist. Können Sie laufen? Ich denke schon. Was ist mit meinen Leuten? Mit den Bodaks beschäftigt. Musik in meinen Ohren. Okay. So, und jetzt bringen wir Ito... Wohin? Zur antiken Festungsanlage. Also, Heli. So, geht's doch mal hoch. Oh Gott. Wer sitzt? Meine Güte. Ich? Wer ich bin? Ich bin der, der eure Schikanierer getötet hat. Heißt das so, Schikanierer? Okay, Harui, einmal einsteigen bitte. Kampfmaschine Airlines at your service. So, Preisfrage, wo ist die antike Festungsanlage? So, alles drauf, wunderbar. Oh, das Licht ist kaputt. Das Frontlicht. Schade. Also das Licht unten drunter. Wo ist die antike Festungsanlage, wo ich die hinbringen soll? Wo ist die? Da hinten. Ab geht's. Ich habe irgendwie auch so ein Talent dafür, mich immer erstmal in die falsche Richtung umzudrehen.
Das Spiel sah ja vorher schon echt schön aus. Aber hier mit dem Update haben die nochmal eine ordentliche Schippe draufgelegt. Es gibt jetzt diese Mikrowetter, nennen die das. Und ja, also ganz viele verschiedene Wettersituationen. Es ändert sich auch häufiger. Und außerdem gibt es mehr Insekten und Vögel und hast du nicht gesehen, ist so gut. Ist einfach so gut. So. Zack, zack. Hierhin. Ja, komm. Und hast du es dir so vorgestellt? Ich will nur trockene Stiefel und ein trockenes Bett. Hier sind sie sicher. Ihre Leute werden sie verarzten. Danke, dass Sie mich gerettet haben. Vielen Dank. Haben Sie Informationen über die Bodaks? Die haben uns überrascht. Gerade als wir Sentinel und die Wolves im Griff hatten, kamen die Bodaks um die Ecke und haben sie alle vereinigt. Ich weiß nicht viel über ihre Absichten, aber das sind aggressive und brutale Killer. Ich kann Ihnen helfen, aber Sie müssen vorsichtig sein. Ich richte hier eine neue Basis ein und melde mich bei Ihnen und Bowman über Funk, um die nächste Phase des Angriffs zu koordinieren. Nice. Das war die Rettung von Haru Ito und jetzt kommt gleich noch ein Funkspruch. Nomad, Ito, hier ist Bowman. Freut mich, dass Sie es geschafft haben. Und ich freue mich, hier zu sein. Danke, dass Sie Ihr Wort gehalten und mich nicht aufgegeben haben. Nomads Bemühungen haben die Outcasts angespornt. Sie konnten die Bodaks zurückdrängen und die Region sichern. Ich vermute, die Bodaks erhalten ihre Befehle aus Russland. Wenn das rauskommt, könnte es einen Weltkrieg auslösen. Stuft Russland die Bodaks nicht als Terroristen ein? Sie geben sich als russische Gesandte aus. Es muss einen Zusammenhang geben. Wir müssen uns beeilen. Das kommt mir sehr merkwürdig vor. Ich kann nichts davon an die US-Regierung melden, wenn wir Operation Motherland nicht gleich beerdigen wollen. Ito koordiniert die Outcasts in der nächsten Angriffsphase. Sie hat sie schließlich monatelang ausgebildet. Sie sind heiß darauf, sich endlich zu beweisen. Nomad, Sie entscheiden, welche Region wir uns als nächstes vornehmen. Die Outcasts werden Sie unterstützen. Verstanden. Nomad out. Perfekt. Und dann geht es in der nächsten Folge direkt richtig los, wollte ich gerade sagen. Und dann poppt das Tutorial auf. Ja, wir können jetzt hier frei auswählen, mit welchen Regionen wir fortfahren. Und ja, es gibt Flugverbotszonen und so weiter. Und das hier ist die letzte Mission auf Golem Island. Die ist ähnlich aufgebaut wie die erste hier. Also da können wir uns... Die ist relativ linear aufgebaut. Aber ja, in der nächsten Folge starten wir mit DT Fuse. Denn aus demselben Grund, den ich in dem Tutorial-Video schon genannt habe. Gut, dann. Mein Gott, ja, weiß ich doch alles. Ja. Ich hoffe, du hattest Spaß, genauso viel wie ich. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge am Sonntag, wenn sich nichts ändert. Und ja, im Tutorial-Video oder was auch immer. Am Freitag, wenn es dabei bleibt, das weiß ich noch nicht. Hab ich ja in meinem Ich-fühle-mich-leer-Video gesagt, worum es da geht. Okay, gut, dann bis zum nächsten Mal, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.